Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Wir wissen nicht, wie es bei euch aussieht. Bei uns sieht es so aus. Eigentlich war heute angedacht, mal wieder was im Dutch Oven zu machen. Aber als wir am Freitag schon den Wetterbericht gehört haben, haben wir es gleich fallen lassen. Wir haben gestern Abend gefüllte Champignons gemacht. Hatten wir zwar schon mal, aber nicht in diesem Stil. Wir machen Cranberry-Nuss-Champignons. Viel Spaß! Für unsere gefüllten Champignons benötigen wir folgende Zutaten. Einmal richtig schön große Champignons. Da entfernen wir die Stiele. Die werden dann klein gehackt. Wir brauchen 3 Esslöffel Cranberries, getrocknete. 50 Gramm Nüsse, wir haben hier Walnüsse genommen. Man kann auch einen Nussmix nehmen, egal. Eine Zwiebel klein gehackt. Käse nach Wahl, wir haben hier Cheddar genommen. Ich denke, ein Feta-Käse oder so würde wahrscheinlich auch gut passen. Dann brauchen wir Creme fraiche mit Kräutern, etwas Öl, Pfeffer und Salz zum Würzen. In einer Pfanne haben wir 2 gute Esslöffel Olivenöl erhitzt. Da rein geben wir nun die Zwiebeln. Die werden ein wenig angeschwitzt. Ich glaube, da kann ich jetzt auch schon die Pilze dazugeben. Das heißt, unsere Pilzstiele klein geschnitten. Klein gehackt. Ich habe das klein geschnitten. Komm nun dazu. Und das Ganze darf für 2-3 Minuten andünsten. Ja, und dann geht's weiter hier. Unsere Pfanne habe ich nun von der Flamme gezogen. Das Ganze würzen mit Salz. Und etwas Pfeffer. Dann gebe ich unsere Cranberries dazu. Cranberries. Na, die halt. Und unsere klein gehackten Nüsse. Die mische ich runter. Dann wird jetzt noch heiß sein. Das ist vielleicht nicht so schlau, wie die Käse. Na, jetzt mache ich die Käse rein. Rein damit. So. Auch der Käse wird untergemischt. Und mit dieser Masse füllen wir gleich unsere Champignons. Nach und nach werden jetzt unsere Champignons gefüllt. Der Kühne kam mit dem Video nicht klar, deshalb sind die anderen schon fertig. Das passiert halt mal. Genau, so. Hardware-Probleme. Ich denke eher 40 cm davor. Gut. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen bei 180 Grad. Ich sag mal Umluft. 10 bis 15 Minuten, dann schauen wir mal. Aber die genauen Angaben dazu kommen in die Infobox. Nach 25 Minuten sehen unsere Champignons so aus. Wir reichen dazu ein Baguette. Ja. Und dann lassen wir es uns schmecken. Ja, kurzes Fazit. Meine ganz andere Variante von gefüllten Champignons. Von den Nusssorten her könnt ihr natürlich variieren. Genau wie beim Käse, aber die Cranberries, die müssen unbedingt sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Hoffentlich bei besserem Wetter, bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin noch einen schönen Sonntag und bleibt gesund.
Musik.